Hallo, liebe Leute, und herzlich willkommen zu einer weiteren Folge Grounded. Schön, dass ihr mit dabei seid. Ja, Lieben, weiter geht's in Burgles Labor und wir nehmen uns als allererstes mal die Kassette und lauschen ein bisschen, während wir uns schon mal ein klein wenig weiter umgucken. If I adjust the machine to account for their existence, it should be the key to the expanding process. Burgle, please bring up the readings for the irregular covalent SNPI 420. Oh, Leute. That name is going to get tiresome. And while you're at it, rename all references to the irregular covalent SNPI 420 particle to raw science. Order received. Raw science identified. Das können wir ja schon mal nebenbei uns hier schnappen. Burgle. None of those. Categorization. That answer is not permitted, according to health code standards governing the handling of raw food items. Ist das gut hier, Leute? Ist das gut? Das ist ja schon mal alles neu hier. Labor 1, Warnung, Hecke, feindliche Präsenz geortet. Lab 2, Teich, Warnung, Batterie-Backup-Fehler. Ist das gut? Ist das gut? Das gab's auf jeden Fall noch nicht. Unser letzten Labornebel. Kennen wir das überhaupt schon? Warnung, Luftverschmutzung kritisch. Es muss in der verseuchten Zone sein. In der Unkrautvernichterzone. Schwarzer Ameisenhügel. Labor 4, Warnung, Sicherheitsabriegelung aktiv. Wie viele Labore gibt es denn? Lab 1 wieder. Ist das gut? Was haben wir hier jetzt eigentlich? Ganz viel Harz haben wir hier eingesammelt gerade, ne? Ganz viel. Ja. Das gab's vorher auf jeden Fall nicht. Dass hier das. Was ist das? Biometrischer Scanner. Den gab es auf jeden Fall auch noch nicht. Was fliegt hier rum? Vergrößerungstest 45. Nehmen wir erstmal. Kategorie Nicht-Biostoffe. Datum 1.7.89. Zeit 7.31 Uhr. Zellvolumen 0,00064825.24 Mikroliter eventuell. Keine Ahnung. Millimikro. Rohe Wissenschaftskraft 76,5. Gibt's Dezijoule? Weiß ich auch nicht. Space A-Eingang. 914,32 Mikrowatt. Betreff eine Kiste Scabby-Geräte. Ort Tully-Garten. Überwachender Wissenschaftler Dr. Wendell Tully. Anmerkung vor dem Test. Nach erfolgreicher Miniaturisierung eines einzelnen komplexen elektronischen Geräts, Test 44, wird Test 45 versuchen, eine volle Kiste der Geräte zu verkleinern. Nach der Vergrößerung werden die Testobjekte inspiziert und geprüft, um ihre ordnungsgemäße Funktionalität sicherzustellen. Ergebnis: Versagen. Die Miniaturisierung ist erfolgreich, aber eine Vergrößerung und weitere Tests sind derzeit nicht möglich. Das Testobjekt wurde von einer neugierigen Honigbiene beschlagnahmt. Rückerstattung unwahrscheinlich. Kiste zerstört. Miniatur-Scabbies stecken sicherlich in jedem Winkel des Gartens. Ja, eins hat man schon mal gefunden. Aber das sah nicht so schön aus. So, da kommt man nicht. Hier liegt da ja der arme Burgle. Burgle! Wir sind da! Hilfe ist da! Wie aus seinen Pfannenwender ausstreckt. Da ist er. Schön, dich wiederzusehen, Burgle! Und dich wiederzuhören. I am Burgle, acting science manager for this project. I am also a robot. I am sure this all must be very disorienting for you, but hopefully I can explain. Ja, das hoffe ich auch. Jetzt bin ich gespannt. Das ist ja jetzt auf jeden Fall alles neu mit der Geschichte dann. I suspect you were miniaturized by Dr. Tully's spacer device. Why are you here in the yard? I do not know. In fact, I cannot seem to recall much of anything. Okay. A recent power surge has caused a massive raw science containment explosion. This lab, as you can see, is a disaster. Burgle ist einfach der Beste. And what's worse, the explosion has disrupted my computing power. My memory banks are corrupted. Sorry to pile on the bad news, my new friend. How can I be of service? Wir machen erstmal der Reihe nach. You are here, in the Oak Lab. Built and used by Dr. Wendell Tully to experiment on all things small.
This is the base of operations for conducting experiments in his yard. Das ist auf jeden Fall super. Das gefällt mir jetzt schon richtig gut. Weil das ist alles neu hier. Vorher hat er ja wirklich gar nichts zu erzählen gehabt, großartig. Dr. Tully is a brilliant scientist and inventor. He is also my creator. My initial protocol was to serve as the short-order cook of the future. However, I have been recently promoted to acting science manager to assist with his experiments. No doubt my previous work experience has been invaluable to Dr. Tully. Although, now that I am processing it, I have not seen him for several weeks. And now I cannot recall where he went. It must be my corrupted memory banks. Okay, dann haben wir noch das jetzt. It seems you and I are both a little discombobulated. Given my best calculations, your biomass has been subject to covalent spacing reduction via interatomic energy extraction. In other words, you have been shrunk. It is likely this was achieved using Dr. Wendell Tully's spacer platform. Patent pending. Sehr gut. Shrinking can be a traumatic experience for tiny human brains, and memory loss is a known side effect. Hopefully your memory will return in time. Hoffen wir. So, das ist das Wichtigste. To return to your prior size, you would need to successfully activate Dr. Tully's spacer platform. Unfortunately, my readings indicate it is inoperable. Das ist so gut. It appears to have suffered several malfunctions from the explosion. Das ist so gut. I am sorry, but it appears you may be stranded here for some time until we find a solution. Haha! That is a great idea. Let me run a full diagnostic scan on it and see what we need to do to get it fixed up. Processing! Das ist ja noch besser. Memory fault. Code 408B3000. Oh. Ominent OS script runtime error. Arg! I am sorry again. It appears I have sustained Burgle ist einfach der Beste. Okay, stimmt, die Speicherchips. Die gab es aber vorher schon, dass wir die gesammelt haben, immer für Rezepte und so weiter. Two types of chips to back up my memory. Auxiliary chips are small capacity chips used to store project data. If you find these, I should be able to help you learn new survival recipes. Das sind die, die wir schon kennen. Auf jeden Fall, die gab's schon. Super chips are special, and they are gold. They back up full directories of my memory system. Und das ist auch wieder neu. If we are going to fix the spacer, that data is bound to be on a super chip. Okay. I suggest exploring das the other labs in the backyard. So gut. Return with any memory chips you find. Jetzt müssen wir uns garantiert dann nach und nach durch die ganzen Labore durchkämpfen halt und da alles wieder auf Vordermann bringen, um das so nach und nach wieder zum Laufen zu kriegen hier. Das ist so gut. Dr. Tully has built many more labs throughout the yard. Each lab is used for various experimental procedures. I can upload their locations to your scabby. Stand by. Processing. Das ist wirklich super. Error. Files okay. Code 632C404. Cheese and fries. The lab locations are missing from my memory banks too. But we are in luck. I was able to retrieve the location of one of the facilities, the Hedge Lab. Ah, alles klar, das erste halt. The Hedge Lab is the observation center of the yard and used for research on arachnid webbing. Einladend. You will find the hedge near the house if you head southeast. The lab is located deep inside the hedge, sending the coordinates to your scabby. Try to find the hedge lab first, but there is nothing stopping you from searching the yard for the other labs. Except, of course, thousands of angry, hungry insects. That reminds Burgle. Me. Dr. Tully locks the important labs with biometric scans. Ah, Moment. You will need access for any chance of success. Das ist ja auch wieder noch neu jetzt hier. Head over to the ASL terminal and place your hand on the biometric scanner near it. Give it a moment to sync your signature into the mainframe. Ist das auch wieder gut? You will be granted access to the ASL network of computers too. ASL grants access to daily work items. Nay, tasks. Nay, quests. Yes, quests. I will reward you raw science for each completed quest. Okay, da kriegen wir dann also die Aufträge her an diesen kleinen Computern, die in ja auch neu sind. You can train
trade raw science back for survival recipes from experiments that Wendell conducted when he was first exploring the yard. Und da können wir die Sachen dann kaufen. ASL terminal over there and see what is available. Alles klar. If you have any other questions, you really should get started finding those. Oh, das ist super. Have an exponentially great day. Das ist ja so gut einfach, dass wir jetzt auch wirklich dann, ne, die Geschichte haben, der wir jetzt folgen können. Jetzt gucken wir uns aber erstmal hier noch ein bisschen um. Dass wir hier nichts übersehen. Burgle. Und dann gehen wir wieder los. Und dann gucken wir... Oh, stimmt, hier konnte man ja auch von hier aus irgendwie noch in den Ameisenhügel rein. Ich glaube, sollten wir... Oh, ich glaube, es war jetzt schon ein Fehler. Ich hoffe, wir kommen da gleich wieder noch hochgehüpft. Stimmt, hier konnte man doch irgendwie von der Rückseite dann jetzt auch noch in den Ameisenhügel. Jetzt kommen wir wieder hoch. Nee, wir machen jetzt... Oh, wir machen jetzt erstmal hier drin weiter. Ah, es ist so gut. Hier haben wir noch eine Kassette. Vergrößerungstest 50. One success after another. I have returned Burgle to his original size. It appears that my new raw science containment field is... Ist mir gerade erstmal das Ding aus dem Kopf rausgefallen, der Chip. Wie gut. Right, Burgle, right. However, as Burgle indicates, there is some minor insignificant raw science leakage. A note for another time. Noted. But I see no reason to put off a human trial. I believe there should be no issues. But, audentes fortuna juat, I am ready to prove my creation's full potential. End recording. Burgle, I'd like to record some messages for my family, in case things do not go as planned. Ich bin auch sehr gespannt, ob wir den mal treffen dann noch. Oder jetzt hört sich an, als wenn er hat Burgle geschafft zu vergrößern. Fast wieder vorhin in 98,5. Und hat dann anscheinend den ersten Versuch an sich durchgeführt. Guck mal. Ist das gut jetzt hier? Ist das... Alles klar. Oh ja, hier können wir jetzt... Burgle Quests. Und der Shop. Schmiede kostet nur 100. Kaufen wir. Und soll das hier heißen, ist das der empfohlen, wahrscheinlich empfohlen ist, am Anfang zu kaufen. Schmiede und Kochen für Anfänger vielleicht. Vielleicht sollte man das sogar machen. Obwohl Oh, stimmt, wir konnten gar nicht mehrgeschossig bauen, ohne dass wir es hier gelernt hatten. Aber ich glaube nicht, dass wir so schnell schon mehrgeschossig bauen. Wir finden bestimmt vorher noch genug Raw Science, allein schon über die Quest, dass wir vielleicht ruhig mal das nehmen sollten, wenn das ein bisschen was bringt. Gut genährt, anfordert. Fliegenklatschos. Fliegenklatschos. Und Mehlbrotleib. Wie gut. Wie gut. Ich glaube, wir nehmen das ruhig. Ja, 590 haben wir jetzt noch. Und da gucken wir natürlich gleich hier rein. Handwerker Kleehaube herstellen. Gibt doch schon 250. Chip Grabraub. Der war der am Ameisenhügel. Kundschafter Kellenschlucht. Okay, nehmen wir alle an. Und die laufen jetzt. Es Burgle. Super. Einfach super. Burgle ist super. So, jetzt sind wir hier einmal hier. Mal gucken, was hier noch hinter ist. Jetzt können wir das hier aufmachen. So, Wegmarkierung, Kleehaube. Kellenschlucht. Ach ja, stimmt hier das auch. Das war auch so gut. Liegen jetzt mal die 9 Volt Akkublöcke drin. Noch ein bisschen. Noch eine Kassette. Hören wir auch mal zu. Okay, Leute, jetzt müssen wir aber auch hier wieder raus dann. But no, Wendell, we can't possibly put hydrochloric acid into the hands of children. The lawyers will never agree. It's a good thing I never told them about the Bunsen burners. Ich hoffe, wir haben hier nichts übersehen. Aber wenn doch, wir kommen ja bestimmt noch öfter mal hier sowieso durch. Also kommen wir auf jeden Fall. Allein schon wegen Burgle. Wir müssen ja immer wieder zu ihm. I'm planning to dedicate each one of them to a different function.
Main power will run through here, the Oak Lab, as the center of operations for the backyard. The second lab is nestled into the hedge. Such wonderful views from up there. Side note, I'm worried that Ominous shoddy manufacturing of the lab pieces will cause them to fall apart over time. But they will do for now. Ist auch gut, dass er Spielzeuglaborteile hier nimmt. Echt super. Okay, ich würde sagen, raus hier. Hallo? Vielleicht warten wir noch mit dem raus hier. Willst du zur Tür raus, guckst direkt auf den dicken Spinnenhintern. Dann willst du doch nicht mehr zur Tür raus. Hat sich dann schlagartig erledigt. Super, jetzt hat es uns auch noch gesehen. Jetzt haut die hier auf jeden Fall nicht mehr ab. Doch, sie geht. Sie geht. Geht ganz langsam, geht sie nur weg. Aber sie geht da hinten weg. Wie spät haben wir denn? Wo kommt man das denn sehen? Im Inventar einfach. 21:39. Natürlich super unpassend. Genau zum Abend jetzt hier raus zu... Die Frage ist, da ist ja ihr Eingang. Wenn die jetzt nach Hause will... Kommt sie gleich wieder hier lang. Ich glaube, die ist jetzt auf ihre nächtliche Jagdrunde eher gegangen. Ich höre sie noch. Wir müssen hier erstmal jetzt weg. Wir müssen jetzt erstmal schnell... Wir müssen aber was trinken. Essen haben wir noch in der Tasche. Wir müssen was trinken. Und dann müssen wir erstmal zu unserem Zelt, damit wir hier Licht haben. Hohoho. Das hat gerade was hier im Dunkeln rumschleichen, wenn man weiß, dass die Wolfsspinne hier unterwegs ist. Wir gehen jetzt mal runter zum See. An der Saftpackung müssen wir was zu trinken kriegen. War zwar auf offener Fläche, aber wir rennen da jetzt mal rüber. Armed Raspberry Punch-O. Genau hier. Und ihr Lieben, ich habe mir auch überlegt, wo wir uns aufbauen in dieser Folge. Wo wir zumindest erstmal anfangen. Und zwar da, wo wir in der letzten Staffel immer hin wollten. Oder was aufbauen wollten, das aber nie richtig gemacht haben. Und zwar, letzte Staffel waren wir ja hier, genau auf diesem Felsen. Also diesem Felsen vor allem, diesem Stein hier, haben wir... Was, der Koi? Auf diesem Stein hatten wir uns ja aufgebaut. Und hatten ja immer so einen Blick auf diese Seerosen hier geworfen. Wollten da ja eigentlich auch immer was aufbauen. Hatten dann nur so ein paar Brücken rübergezogen, auch in der Mitte nochmal rüber zu dem... Weißt du, das ist ein kleiner Brunnen ist da in dem Garten. Auf jeden Fall, da hatten wir irgendwie auch eine Verbindung rübergebaut, aber wir hatten nie wirklich was hier aufgebaut. Vor allem habt ihr auch mal geschrieben gehabt, damals in der Staffel, dass man diese Blüte von der Seerose auch irgendwie sogar beleuchten kann. Was natürlich absolut gut wäre. Dann könnten wir vor allem hier so einen kleinen Bereich da, also auf jedem so ein bisschen was. Und in der Mitte kommt unser Hauptbereich. Wir ziehen da so ein Stück nach oben, das wird dann so ein zentraler... Die Blüte wird unser kleiner Innenhof, auf dem die Blüte ist, und wir bauen so ein bisschen nach oben. Material hierher zu bekommen wird vielleicht ein bisschen schwieriger, aber das meiste an Material schleppen mache ich ja dann sowieso bei solchen Spielen immer offscreen, wenn es denn viel Lauferei gibt. Kleeblätter haben wir auf jeden Fall hier unten. Grashalme hier vorne, da oben am Baum gibt es ein paar. Da ist der Weg auch nicht so weit zu den ersten, zum ersten Löwenzahn, dass wir da auch rankommen. Das passt schon. Deswegen würde ich sagen, da gehen wir hin und bauen uns da erstmal ein bisschen was auf. Zuallererst würde ich sagen, wir müssen aber zurück zum Zelt. Dann brauchen wir eine Ameisenrüstung erstmal. Ganz wichtig, damit wir mehr tragen können. Das hat erstmal Priorität, also Ameisenrüstung. Wir brauchen Ameisenteile für die Ameisenrüstung. Sind da viele Tautropfen unterwegs? Ist ja alles voll hier. Vor allem, sie sind unterwegs. Ist auch super. Die Tautropfen sind wieder unterwegs. So, ich glaube, wir sind auf dem richtigen... Sind wir auf dem richtigen Weg? Da wollen wir hin. Sollten vielleicht dann auch wieder anfangen, die ersten Markierungen dann demnächst mal zu setzen. So, keine Lust, uns jetzt eine Spinne über den Weg läuft hier im Dunkeln. Da haben wir auch keine... Ist nur Marienkäfer, da hätten wir auch keine Chance dann. Selbst mit unserem bisschen Rüstung. Wir brauchen auf jeden Fall die Ameisenrüstung und vielleicht sogar auch dann noch für so die
Eichelschalenrüstung. Die ist, glaube ich, nochmal einen ganzen Zacken stabiler dann auch. Oh. Obwohl, die können wir erstmal liegen lassen. Soweit geht's uns gut. Erstmal will ich zurück zum Zelt. Dass es nicht mehr dunkel ist jetzt hier. Das wird. Gerade wenn die Wolfsspinne unterwegs ist. Und wir wissen ja auch, die rennt dann doch irgendwie plötzlich überall durch den Garten. Da, wo man gar nicht damit rechnet. Jetzt haben wir keine Fackeln mehr. Nee, Fackeln sind aus. Können wir noch eine herstellen? Vielleicht haben wir noch. Achso, wieso gucken? Wir haben jetzt hier nochmal Kieselspeer. Das kennen wir alles schon. Haben wir auch schon gebaut. Was ist hier noch neu dazukommen? Seidenseil. Pilzbrei. Die ganzen Rezepte. Sprüderschleim. Verbesserung von Rüstungen. Ist das gut? Wir können Rüstung auch noch verbessern dann. Mit der Schmiede auch noch aufwerten. Haben wir hier jetzt alles angeguckt, was neu ist? Irgendwas zeigt da immer noch an, was neu ist. So, hier haben wir Fliegenklatschus, Mehlbrotleib, Spinnrad, das müssen wir an. Kochkunst. Oh ja, die Vorratskiste. Da kann man auch schon mal ein paar aufstellen. Besser als die einfachen Körbe. Da habt ihr mich auch daran erinnert, dass man bei den Körben ja aufpassen muss, wenn man da was zu essen reintut. Kommen die Ameisen vorbei und holen sich das ja da raus, wenn da nichts drumrum ist, wenn wir die nicht irgendwo eingebaut haben. Aber ich glaube, zu essen hat man jetzt auch gar nicht so viel eingelagert. Moment, wo will ich denn hin? Hier müssen wir hin. Mach schon mal ein Feuerchen an. Wie lange schlafen wir? Ach super, das passt. Das ist auf jeden Fall hell genug. Dann essen wir was, trinken wir was. Wie gut das einfach auch aussieht. Und versuchen dann mal ein paar Ameisen zu erwischen. Erstmal gucken, was brauchten wir denn für die Ameisenrüstung? Ach, hier, die war noch neu. Ach, Milbenpelz brauchten wir dafür auch. Und Ameisenbrocken. Vor allem Ameisenbrocken. Ameisenbrocken und Milbenpelze. Und einmal auch von den Soldatenameisen. Die Säuredrüse. Was brauchen wir für die Keule? Auch von den Ameisensoldaten. Okay. Erstmal brauchen wir was zu essen und was zu trinken. Aber wir sollten da eigentlich jetzt. Oh, noch genug Tautropfen zu. Komm mal raus aus der alten Pfütze. Zu finden sein. Wenn nicht, haben wir hier auf jeden Fall übergelassen. Den haben wir nicht getrunken. Gestern im Vorbeilaufen. Ne, da ist er auch noch. Ja, kommen wir nur von der Seite nicht ran. Ich höre Raw Science. Irgendwo da oben war auch einer drauf. Ah! Dich haben wir gesucht. Komm genau rechtzeitig, wenn du gerade schon wieder den armen Wiebel auffressen willst. Pilzbrocken nehmen wir auch ein paar mit. Oh, und scannen. Wir müssen dran denken, alles zu scannen, was hier rumläuft. Wievel. Rote Ameise. Lässt das Wievelfleisch auch wieder liegen. Bleib stehen. Da wird noch einer gefressen. Das war ein guter Block. Das auch. Stehen bleiben. Sofort stehen bleiben. Wir brauchen deine Rüstungsteile. Halt. Die rennt bestimmt jetzt zurück. Entweder rennt sie ins Spinnengebiet rein. Ob. Doch, wir werden. Das war kein guter Block. Hat aber auch nicht so viel Schaden gemacht. Ein bisschen hilft, glaube ich, die Kleerüstung schon gegen die einfachen Ameisen. Das war wieder gut. Okay, Ameisenbrocken kriegen wir von denen. Ja, wir brauchen. Oh! Da waren wir auch schon ein paar ausgebuddelt. Hier geblieben. Mit denen konnte man so irgendwie auch noch eine Trinkflasche machen. Stehen bleiben! Sofort stehen bleiben!
Die hauen doch immer ab, die feigen Viecher. Sobald sie angeschlagen sind, flitzen. Das ist nicht die Wolfsspinnenecke jetzt hier, ne? Nee. Du bist nur eine einfache Biene, beziehungsweise eine Hummel. Ja, okay, es sollen auch Hummeln sein. Das muss ein Übersetzungsfehler sein, dass die in der deutschen Version einfach nur Bienen heißen. Und hier draußen unser Labor muss doch auch wieder gehen. Das muss doch längst aufgeladen sein. Dann können wir auf jeden Fall schon mal die nächsten Sachen auch gleich wieder erforschen. Das ist doch genau einfach hier drüben rüber. Sobald wir die Ameisenrüstung haben und mehr tragen können, fangen wir dann noch an, die Sachen rüberzubringen. Ich möchte auf jeden Fall dann spätestens in der nächsten Folge anfangen, dass wir... der war noch gut. Spätestens in der nächsten Folge anfangen können, aufzubauen. Ich höre das Brummen von... roher Wissenschaft. Nehmen wir. Dann haben wir schon wieder fast genug, dass wir uns dann auch das zweigeschossige Bauen kaufen können. So, einmal kurz rüber. Noch ein bisschen was erforschen. Dann aber schnell zu unserem Grill. Das ist so gut. Das Rohstoffsucher. Mal sehen, ob wir den bedienen können. So, wir lernen den... ich weiß gar nicht, ob wir den... wir lernen den Kopf ruhig nochmal. Wenn nicht, gibt es auf jeden Fall noch Wissenschaftspunkte. Rote Arbeiterarme, Ameise, Wanddeko. Und nächstes Level. Madenwest hier, da automatisch die nächste Rüstung. Wie gut, also es lohnt sich immer. So, dann haben wir das jetzt schon. Haben wir den schon erforscht? Haben wir nicht, aber ich meine, da gibt es glaube ich auch nichts Neues mehr. So meine ich es eher. Doch! Saftfänger-Smoothie-Küche hatten wir noch nicht. Deswegen, wir müssen auf jeden Fall anfangen, dann uns auf was aufzubauen. So, dann... dass wir auch das ganze Essen noch erforschen können. Lausator-Pilz. Noch ein Smoothie. Okay, dafür lohnt sich auf jeden Fall auch das Essen zu erforschen. Inventar wird langsam voll. Alles klar, rüber. Ein bisschen was können wir jetzt erstmal auf den Grill schmeißen. Und dann müssen wir den Ameisenhügel doch mal finden. Oh, ich bin erschrocken. Weil manchmal hat man auch Soldatenameisen außerhalb unterwegs, aber es ist selten. Schmeiß mal alles drauf. Wir sind auch hungrig. Schade, dass wir die Feder noch nicht holen können. Wo hängst denn du? Hier. Dich brauchen wir da auch immer noch. Fliegenpelz brauchen wir auch immer noch. Irgendwo hängt noch eine hier. Die da oben fliegt sie. Kommst du runter? Lässt du dich... jetzt waren wir fast schon auf der richtigen Höhe. Jetzt kommst du runter. Ja, sehr schön. Fliegenpelz. Den haben wir noch nicht so oft. Ich weiß nicht mehr genau, wo der Ameisenhügel war. Müssen wir einfach ein bisschen gucken. Wir haben ja auch Zeit. Wir sind immer noch ganz am Anfang am Ankommen. Trotzdem möchte ich auf jeden Fall schon mal dafür sorgen können, dass wir spätestens in der nächsten Folge halt da zumindest schon mal ein bisschen anfangen können aufzubauen und unser Lager schon mal vorzubereiten. Lausator-Pilz ist auch so gut. Gartenbeet, Smoothie-Küche noch neu, Saftfänger. Was haben wir hier noch Neues gelernt? Rüsselkäferrüssel. Verdorbenes Fleisch. War doch jetzt gar nicht dabei. Das war doch alles gut. Sieht alles noch super aus. Das ist roh. Ist das hier. Das ist super lecker. Beschwer dich nicht. Und dann kannst du noch so einen oben drauf essen. Schmeckt sowieso alles wie Hühnchen. So, drauf und drauf damit. Okay, Ameisenhügel. Machen wir uns auf die Suche. In Richtung Baum war der...
Waren die aber nicht verbunden? Das war der alte Ameisenhügel Richtung Baum. Ameisenhügel. Das war der alte Ameisenhügel. Ich weiß nicht mehr, wo der war. Wir ziehen los und hoffen, dass wir nicht ins schlimmste Spinnengebiet stolpern. The nose. The nose. Hier auf jeden Fall nochmal jede Menge Sonnenblumen. Das ist auch schon mal... Löwenzahn. Sonnenblumen, sage ich schon. Pusteblumen. Oh, Moment. Ich glaube, wir sind schon gar nicht so verkehrt hier. Das da vorne sieht gar nicht so verkehrt aus. Ah, nee, das ist nicht der Ameisenhügel. Das ist nicht der Ameisenhügel. Nee. Ant Crossing. Nee, was hat man hier? Keks-Sandwich? Ja, ja, nee, ich will euch euren Keks gar nicht wegnehmen. Aber ist hier vielleicht mal ein Soldat dabei? Nee, ne, ihr seid auch alles nur Arbeiter. Ihr kommt alle von hier. Gucken wir mal. Folgen wir den Ameisen. Weil der Ameisenhügel war auf jeden Fall auch da irgendwo in der Nähe, wo trockenes Gras drumherum war. Das da vielleicht, das ist er, oder? Ich höre auch Ruhe, das ist, glaube ich, der Ameisenhügel. Nee, ist er doch nicht. Stinkwanze da hinten im Einsatz. Hier sind wir wieder bei dem Laser, wo die Milben rumscheinen. Da können wir eigentlich auch gleich ein paar mitnehmen. Wir brauchen auch jede Menge von den Milbenpelz, haben wir ja schon gesehen, auch für die Ameisenrüstung. Haben wir euch zumindest schon mal auf dem Weg gefunden. Ja. Wie viel haben wir jetzt? Das war auch nicht viel, ne? 5 Milbenpelz, 10 davon. Ameisenbrocken sehen schon ganz gut aus. Wir müssen halt Soldatenameisen finden. Haben wir noch eine Fackel dabei? Nee, haben wir nicht. Und wir haben auch kein trockenes Gras in der Tasche. Müssen wir eben mal hier... Hier kommen wir eher, glaube ich, ins Gebiet vom Bombardierkäfer und von noch mehr ekligen Milben. Aber wir brauchen auch noch mehr. Ausdauer, Ausdauer, Ausdauer. Wie viel das sind? Super. Milben sollten auch ganz gut. Ich glaube, hier ist das... Ich glaube, hier ist die Ecke von dem Bombardierkäfer gewesen. Die haben wir jetzt gefunden. Ja, auf jeden Fall sind wir schon fast bis zur Terrasse. Und da unten ist auf jeden Fall da, bei der Hacke, da war der Bombardierkäfer. Und irgendwo waren hier auf jeden Fall auch Wolfsspinnen unterwegs. Wir sollten zurück. Hier sind wir nicht richtig für den Ameisenhügel. Einmal zurück. Ich finde es aber auch einfach so gut. Wir sind noch am Ankommen am Erkunden. Ich möchte halt einfach nur wirklich, wie gesagt, einfach aufbauen können. Schon spätestens in der nächsten Folge. Deswegen müssen wir den Ameisenhügel finden. Falls wir den jetzt zusammen nicht finden, werde ich offscreen so ein bisschen suchen, dass wir auf jeden Fall in der nächsten Folge die Ameisenrüstung haben. Und das Material rübertragen können. Das würde ich am liebsten jetzt schon dann soweit haben, damit ich das auch ein bisschen was davon offscreen vorbereiten kann. Vom Hin- und Her-Geschleppe. Aber ich weiß nicht mehr, wo der Ameisenhügel war. Liebe, wenn ich auf die... Prost! Na, noch nicht ganz. Wenn ich so auf die Uhr gucke, müssen wir auch schon wieder langsam... zum Ende dieser Folge kommen. Bist du schon wieder aufgeladen? Ja! Einmal noch forschen, dann Ende der Folge und in der nächsten Folge müssen wir dann den Ameisenhügel finden.
Wir brauchen auf jeden Fall die Rüstung, damit wir mehr tragen können und damit wir uns auch im Ameisenhügel dann, wenn wir da nochmal richtig durchsuchen, auch einfach so bewegen können, ohne dass wir die ganze Zeit angegriffen werden. Neues Rezept. Hirnschmalz obendrauf und dann lernen wir jetzt auch nochmal hier das. Auch kein neues Rezept mehr, aber nochmal Hirnschmalz obendrauf. Okay, Lieben, wie immer, vielen, vielen Dank fürs dabei gewesen sein, fürs Zusehen. Macht's gut, bleibt gesund und tschüss und bis zu unserer nächsten Folge.